aber laufe noch ein wenig weiter. Sei dir bewusst, dass die Kehlen am Tag der Auferstehung vor Durst wie ausgedörrt sein werden. Das Ablegen der Rechenschaft hat zwar begonnen, doch die Menschen sind sehr durstig. Der Prophet berichtet, dann wird für mich der Haud errichtet. Dann wird der Haudur Rasul, das Becken des Gesandten, errichtet. Wer aus ihm einen Schluck trinkt, wird danach niemals wieder durstig sein. Der Prophet berichtet, und meine Kanzel ist an meinem Haud. Die Kanzel, liebe Geschwister, wenn du in der Prophetenmoschee zur Rauda gehst, schau dir doch mal die Kanzel an. Dort wirst du, inshallah, einst den Haud finden. Aber warum heißt es meine Kanzel? Damit ich meine Umma sehen kann. Wie wirst du sie erkennen, o Gesandter Allahs? Anhand der Spuren der Gebetswaschung. Er wird ständig sagen, komm her, komm hierher zu mir. Das wird das erste Mal sein, dass du auf den Propheten triffst. Wie wird das wohl sein, das erste Treffen? Komm her, du und ihr dort drüben, ja, und du auch. Und dann gehst du dorthin, du bist ja sehr durstig, und möchtest dich gleich niederlassen, um aus dem Becken zu trinken. Da wird er zu dir sprechen, warte, ich werde dir mit meiner eigenen Hand zu trinken geben. Dann schöpft er eigenhändig Wasser für dich und gibt es dir zu trinken. Ob er dich wohl umarmen wird? Wie glücklich wirst du wohl sein? Der Prophet sagt über den Haud, über das Wasser dieses Beckens, sein Wasser ist weißer als der Schnee und süßer als der Honig. Die Trinkgefäße am Haud sind so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Wer auch immer von ihm trinkt, wird danach niemals wieder durstig sein. Und, läufst du noch? Schau, solange du auch läufst, immer wirst du den Propheten vorfinden, der dich bereits erwartet. Mit jedem Schritt, den du gehst, musst du den Sirat überqueren, den Weg über dem Abgrund der Hölle? Du wirst sehen, dass er dich bereits erwartet am Sirat. Er wird ihn nicht überqueren, bevor seine gesamte Umma ihn überquert hat. Er steht dort. Und was macht er dort am Sirat? Immer, wenn jemand kommt, meine Dame, stellen Sie sich vor, ich, die Arme, Unvermögende, wenn ich den Sirat überqueren möchte, werden Sie den Propheten vorfinden, wie er für Sie betet. Ya Rabbi Sallim, Ya Rabbi Sallim, O Allah, errette, O Allah, errette. Ist das wahr? Der Prophet wird dort stehen und für mich beten, während ich den Sirat überquere? Und wenn du den Sirat überquert hast, wirst du sehen, dass er dich bereits auf der anderen Seite erwartet. O Gesandter Allahs, bist du überall, wo wir hingehen? Fühlst du dich deinem Propheten noch nicht nah? Du brauchst ihn sehr, wir alle brauchen ihn sehr am jüngsten Tag. Wisse, dass es Leute geben wird, die vom Haud, vom Wasserbecken trinken möchten. Und wenn der Prophet dich dann vielleicht in die Arme nehmen möchte, werden die Engel vielleicht sagen, du weißt nicht, was er nach dir getan hat. Da sagt der Prophet, Suhqan, Suhqan, verdammt, verdammt sei jener. Hinfort, hinfort mit dir. Es wird Menschen geben, die zurückgewiesen werden. Aber es geht noch weiter. Was? Noch weiter? Ja, noch viel weiter. Alle Propheten werden zu jener Zeit am Sirat sagen, Ya Rabbi Sallim, Nafsi, Nafsi, O Herr, errette meine Seele, meine Seele. Der Prophet Muhammad hingegen ist der Einzige, der sagen wird, Ummati, Ummati, meine Umma, meine Umma. Alle sagen, meine Seele, meine Seele. Die gesamte Menschheit ruft, meine Seele, meine Seele. Aber es gibt einen in der Menschheit, einen einzigen in den Abermilliarden, der sagen wird, meine Umma, meine Umma. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und? Sehnst du dich nach ihm? Fühlst du ihn dir nah? Habe ich dir nicht gesagt, es ist schon ein Gesandter zu euch gekommen, von euch selber. Hast du den Sirat überquert? Du wirst ihn auf der anderen Seite finden, wie er dich erwartet. Und wo erwartet er dich? Am Tor des Paradieses. Erinnert ihr euch, haben wir nicht vereinbart, dass wir uns am jüngsten Tag am Tor des Paradieses treffen werden?
Bist du am Tor des Paradieses angekommen? Alle Völker werden sich dort versammeln. Alle, die vor der Hölle bewahrt worden sind. Alle kommen zusammen, alle treffen sich. Deine Freunde, und hier ist Sayyidina Ibrahim, und dort Sayyidina Musa, und hier Sayyidina Sulaiman. Alle Propheten und die gesamte Menschheit. Aber das Tor des Paradieses ist geschlossen. Und so geht es von Neuem los. Wer legt für uns Fürsprache ein, damit das Paradiestor geöffnet wird? Und dann gehen sie wieder von Prophet zu Prophet, genauso wie beim ersten Mal. Alle Propheten sagen, lestu laha, lestu laha, dies ist mir nicht bestimmt. Ich besitze nicht den Rang, um das Paradiestor zu öffnen. Da kommt wieder der Prophet Muhammad und spricht, ana laha, ana laha, dies ist mir bestimmt. Er berichtet, sodann klopfe ich an das Paradiestor und ich bin der Erste, der die Klopfringe bewegt. Da fragt der Paradieswärter, wer? Und ich antworte, Muhammad ibn Abdullah, Muhammad, der Sohn Abdullahs. Da sagt der Paradieswärter, wahrlich, Allah hat mir befohlen, dass ich niemandem öffne außer dir, o Gesandter Allahs. Dann wird das Paradiestor geöffnet. Der Prophet nimmt dich bei der Hand, führt dich zu deinem Palast und vergewissert sich, dass es dir gut geht. War's das? Nein, noch nicht. Was fehlt denn noch? Diejenigen unter den Muslimen, die in die Hölle eingehen werden. Was macht der Prophet denn noch alles am jüngsten Tag? Worum kümmert er sich denn noch alles? Es ist, als sei der Prophet allgegenwärtig, hier und da und dort. Es ist schon ein Gesandter zu euch gekommen, von euch selber. Mächtig lastet auf ihm, wenn ihr bedrängt seid. Wo ist er denn jetzt, der Prophet? Du schaust und siehst den Propheten jetzt an einem anderen Ort. Der Prophet sagt, er versucht, die Menschen vor der Hölle zurückzudrängen. Er sagt, das Gleichnis zwischen mir und den Menschen ist wie das Gleichnis eines Mannes, der ein Feuer angezündet hat. Wenn es erleuchtet, was um es herum ist, fallen die Falter in es hinein. Falter, wenn sie ein Feuer wahrnehmen, folgen dem Licht. Und diejenigen, die sich Allah widersetzen, folgen dem Schein der Untugenden und fallen ins Feuer. Es ist das gleiche Bild. Sie fallen in es hinein. Und der Mann, was macht er? Er drängt sie zurück und möchte sie vom Feuer zurückhalten. Doch sie drängen sich nach vorne und stürzen sich in es hinein. Der Prophet sagt, da packe ich euch am Tag der Auferstehung an eurer Taille. Ich packe euch hier am jüngsten Tag, doch ihr entgleitet mir. Hörst du den Propheten? Kannst du fühlen, wie der Prophet, wie er diese Worte spricht? Ihr entgleitet mir, da packe ich euch an eurer Taille, doch ihr entgleitet mir und ich packe euch an eurer Taille, doch ihr entgleitet mir. Kannst du dir vorstellen, wie sehr er versucht, dich zurückzudrängen? Gib dich in die Hände des Propheten, dränge nicht nach vorn. Sei nicht nachlässig mit dir, vertrau auf den Propheten. Siehst du, wie eifrig er auf dich bedacht ist? Eifrig bedacht auf euch.